Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf unserem PLW Review Kanal. Heute geht es um ein spannendes Thema, nämlich der Untergang der Wilhelm Gustloff. Beginnen wir mal damit. Die Wilhelm Gustloff wurde beauftragt durch die NSDAP-Arbeitsorganisation Deutsche Arbeitsfront und bei Blohm und Voss in Auftrag gegeben. Der Eigentümer war die Deutsche Arbeitsfront, verwaltet wurde das Schiff jedoch von der Hamburg-Südamerikanischen Dampfschifffahrtsgesellschaft. Benannt war die Wilhelm Gustloff nach einem Märtyrer, dem Führer der schweizerischen Nazis, der am 4. Februar 1936 von einem jüdischen Studenten erschossen wurde. Der Stapellauf war schließlich dann am 15. März 1937 und die Witwe von Wilhelm Gustloff hat auch die Taufe übernommen. Das Schiff war 208 Meter lang und 24 Meter breit und war damit für kurze Zeit das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Dieses Schiff, was als Kreuzfahrtschiff gebaut war, wurde aber gleichzeitig auch als Hospitalschiff konzipiert. Das war nichts Ungewöhnliches, das war eine Sache, die die Engländer zum Beispiel genauso gemacht haben. Es konnte 1436 Passagiere aufnehmen und 417 Besatzungsmitglieder. Das Schiff wurde dann hauptsächlich für Kraft-durch-Freude-Fahrt genutzt und Kraft-durch-Freude war eine Aktion der Deutschen Arbeitsfront. Das sollte dazu dienen, dass auch normale Arbeitnehmer sich mal irgendwie Hotels oder Reisen leisten konnten und die haben Veranstaltungen organisiert. Und so war es auch, dass zum Beispiel auf der Wilhelm Gustloff alle Kabinen gleich groß waren und alle Tickets auch gleich teuer waren und die Leute halt auch sich das dann tatsächlich auch mal leisten konnten. Seine Jungfernfahrt unternahm die Wilhelm Gustloff von Hamburg aus nach Lissabon und dann ging es weiter nach Madeira. Aber ebenso wurden auch Fahrten nach Norwegen unternommen sowie nach Italien. Und im Jahr 1939 brachte das Schiff auch die Soldaten der Legion Condor, die im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft hatte, zurück nach Deutschland. Insgesamt unternahm die Wilhelm Gustloff etwa 50 Kreuzfahrten. Während des Krieges wurde die Wilhelm Gustloff als Lazarettschiff der Kriegsmarine übergeben und diente dann ab November 1940 als Wohnschiff für die 2. U-Boot-Lehrdivision in Gotenhafen. 1945 rückte die Rote Armee von Osten hervor und schnitt Ostpreußen vom restlichen Reich ab. Der Gauleiter Erich Koch untersagte die Evakuierung Ostpreußens, aber am 23. Januar übermittelte dann Admiral Hans-Georg von Friedeburg im Auftrag von Großadmiral Dönitz den Decknamen Hannibal und meinte damit die Rettungsaktion Ostsee. Die Gustloff sollte wie viele andere Schiffe an den Evakuierungen teilnehmen. Auftrag war, die sämtlichen übrig gebliebenen Flüchtlinge aus Ostpreußen über den Seefahrtsweg in den Westen zu bringen, um sie den Zugriff der Roten Armee zu entziehen. Am 30. Januar 1945 legte die Gustloff gegen 13.10 Uhr ab, mit schätzungsweise 10.000 Passagieren an Bord. Genaue Zahlen gibt es leider nicht, denn als man 7.956 Menschen registriert hatte, ging das Papier leer, aber es drängten sich wohl schätzungsweise 2.500 weitere Passagiere an Bord. Unter den Passagieren befanden sich 8.800 Zivilisten, 1.500 Angehörige der Wehrmacht, darunter 162 Verwundete, 340 Marinehelferinnen, 900 Marinesoldaten der 2. U-Boot-Lehrdivision, die noch in Kiel gegen die Briten in den Kampf geschickt werden sollten. An Bord der Wilhelm Gustloff befanden sich mehrere Kapitäne, darunter die beiden wichtigsten, den zivilen Schiffskapitän Friedrich Petersen und den militärischen Kommandanten Wilhelm Zahn. Diese beiden stritten sich nun über die Vorgehensweise, denn es gab zwei Routen, die man hätte nehmen können, einmal über die offene Ostsee und einmal an der Küste entlang. Da man wusste, dass man durch Gebiete fahren würde, in denen sowjetische U-Boote operierten, empfahl der militärische Kommandant Zahn, möglichst nah an der Küste entlang zu fahren, um nicht torpediert zu werden. Der Zivilkapitän Friedrich Petersen wusste jedoch, dass das Schiff überladen war und die Gefahr bestand, dass man auf Grund laufen würde, und setzte sich schließlich durch, sodass das Schiff durch tiefe Gewässer fuhr. Begleitet wurde das Schiff anfangs von zwei Begleitbooten, später war es dann nur noch das Torpedoboot Löwe.
Ein vermeintlicher Funkspruch eines Minensuchgeschwaders verleitete Zahn dazu, die Positionslichter setzen zu lassen, da er befürchtete, mit dem Minensuchverband zu kollidieren. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass es gar keinen Minensuchverband gab. Woher der Funkspruch kam oder warum man einen Funkspruch empfangen hatte, ist bis heute ungeklärt. Um 21 Uhr sichtet das sowjetische U-Boot S-13 die Gustloff und hält es für ein deutsches Kriegsschiff. Um 21.16 Uhr feuert es 4 Torpedos ab, von denen zwar einer in den Abschussröhren stecken bleibt, doch 2 der Torpedos treffen das Schiff, einer am Bug und einer am Maschinenraum. Daraufhin erhält die Gustloff fast sofort eine Schlagseite von 8 Grad. Der schwere Kreuzer Admiral Hipper passierte die Gustloff, erkannte auch ihre Notlage, setzte den Kurs jedoch fort aus Angst vor weiterem Torpedobeschuss. Die Gustloff hatte 3 Funkanlagen, die kurz zuvor installiert wurden, doch durch Stromausfall konnten diese nicht bedient werden. Dafür gab es an Bord eine sogenannte Notfallbatterie, doch diese ist zuvor nicht aufgeladen worden. Es ist nicht klar, ob es der Gustloff überhaupt genutzt hätte, denn wahrscheinlich sind die Empfängerröhren und Senderöhren beim Beschuss beschädigt worden. An Bord gab es aber ein tragbares UKW-Sprechfunkgerät, mit dem man zumindest den Kontakt zum begleitenden Torpedoboot herstellen konnte, doch leider war deren Funkstation nicht besetzt. Daraufhin entschloss man sich, rote Leuchtsignale abzufeuern, die schließlich vom Torpedoboot entdeckt wurden und man konnte doch noch Funkkontakt herstellen. Und das Torpedoboot leitete auch den entsprechenden Funkspruch der Gustloff das Notsignal weiter. Leider geschah dies auf der Frequenz der U-Boot-Flotte und nicht, wie es hätte sein sollen, auf der zuständigen Frequenz der Leitstelle Oxhöft der 9. Sicherungsdivision. Leider sank das Schiff dann immer schneller und die Menschen in den unteren Decks hatten keine Chance. Sie trampelten sich gegenseitig in den Gängen zu Tode und drängelten sich und 1000 Menschen wurden im Wintergarten des Schiffes von bewaffneter Marineinfanterie zurückgehalten, da man eine Schiffspanik vermeiden wollte. Doch leider, als das Schiff dann sank, gelang es nicht, die Scheiben einzuschlagen, da diese aus Panzerglas waren. Somit waren diese 1000 Menschen zum Tode verurteilt. Das Schiff bekam schließlich mehr und mehr Schlagseite und die Menschen rutschten von den vereisten Deckplatten direkt ins Wasser. Die Gustloff hatte zudem zu wenige Rettungsboote und die man zu Wasser lassen wollte, das war nicht möglich, denn die Davits, an denen man die Rettungsboote runterlassen konnte, waren aufgrund der niedrigen Außentemperatur von minus 20 Grad vereist. Die Rettungsmittel, die an Bord waren, hätten zudem auch nur für 1900 Menschen gereicht, so wie das Schiff ursprünglich konzipiert war. Also sprangen die Menschen ins Wasser und klammerten sich an die Rettungsboote und wurden von den Insassen mit Rudern weggeschlagen, damit die Rettungsboote nicht umkippten. In diesem eisigen Wasser in der Ostsee zu dieser Jahreszeit hatten die Menschen nur wenige Minuten, bevor sie dem Erfrierungstod erlagen. T-36, eins der Schiffe in der Umgebung, eilte herbei und nahm so viele Menschen auf, wie es konnte, wurde aber ebenfalls von Torpedos angegriffen und bei den Ausweichmanövern fielen leider wieder viele Menschen ins Wasser und erfroren, obwohl sie schon sich gerettet sahen. Die Helfer, die herbeifuhren, fuhren schließlich durch ein Leichenfeld, denn das Schiff sank bereits um 22.15 Uhr. Die herbeieilenden Schiffe konnten nur 1252 Menschen retten, darunter aber alle 4 Kapitäne des Schiffes. Das Torpedoboot Löwe nahm 472 Menschen auf, das Flottentorpedoboot T-36 564, das Minensuchboot M-341 37 Menschen, der Marinetender TS-2 98 Menschen, das Minensuchboot M-375 43 Menschen, der Frachter Göttingen 28 Menschen, der Frachter Gotenland nahm noch 2 Menschen in den Morgenstunden auf. Das Torpedofangboot TF-19 7 Menschen. Das Vorpostenboot VP-1703 ein Kleinkind. War die Versenkung aber durch das Völkerrecht gedeckt? Ja, das war sie. Zum einen hatte sie einen grauen Tarnanstrich, zum anderen beförderte sie Marinesoldaten, die im Kiel zum Kampfeinsatz kommen sollten.
und sie fuhr abgeblendet durch ein Kriegsgebiet, begleitet durch ein Kriegsschiff. Das alles macht diese Torpedierung dieses Schiffes völkerrechtlich gedeckt. Die moralische Frage ist natürlich eine andere, aber rein völkerrechtlich ging dieser Angriff leider in Ordnung. Das sowjetische U-Boot S-13 versenkte ebenfalls noch die Stäuben mit etwa 4000 Menschen an Bord. Der sowjetische Kommandant des U-Boots, Alexander Marinescu, wurde nach dem Krieg unehrenhaft entlassen, allerdings nicht wegen der Versenkung der Gustloff, sondern weil er selbst für einen Russen so viel trank, dass es zu Vorkommnissen kam, die zu seiner Entlassung führten. Er wurde ein Jahr nach dem Krieg schließlich auch degradiert und sogar später noch ins Gulag geschickt. 1955 wurde er schließlich freigelassen und als 1959 der Film Nachtfieber Guten Hafen in die Kinos kam, genoss er noch einmal großen Ruhm in Russland. 1990 wurde ihm posthum, und das ist eine Sache, die ich wirklich überhaupt nicht verstehen kann, für die Versenkung der Gustloff der Orden Held der Sowjetunion verliehen. Das ist eine Sache, wo ich sagen muss, das finde ich moralisch absolut widerwärtig. Das wäre nicht unähnlich, als wenn man Leuten heute noch in Deutschland irgendwelche Orden anhängen würde, weil sie 10.000 Zivilisten in den Tod geschickt hätten. Für mich nicht nachvollziehbar. Er hat sogar ein Ehrendenkmal am oberen Königsberger Schloss erhalten. Der Untergang der Gustloff, der Stäuben und viele andere Schiffe waren sicherlich tragische Ereignisse. Wenn man das Ganze aber in einem Gesamtkontext sieht, überlebten zwar 30.000 Menschen die Überfahrt über die Ostsee nicht und 245 Schiffe gingen verloren. Doch man muss sagen, es konnten 2,5 Millionen Menschen von Ostpreußen nach Westen transportiert werden. Und das ist, muss man sagen, ist in dieser Phase des Krieges eine absolute logistische Meisterleistung der Marine. Und diese wenigen Opfer, die es gab, die es leider gab, muss man dann doch ins Gegengewicht stellen zu den vielen Millionen Menschen, die gerettet wurden. Demnach muss man sagen, dass die Operation Hannibal, das Unternehmen Hannibal, für die Kriegsmarine ein voller Erfolg war. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr gerne mehr solcher Videos sehen wollt, sagt uns das gerne in den Kommentaren. Und wir sehen uns beim nächsten Video.